Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Feuerwehr 2014, die Simulation. Tachin Hasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Feuerwehr 2014, die Simulation. Heute geht's weiter, ich wünsche viel Spaß. Warte mal, ach so. Jetzt habe ich verstanden, ich muss dahin, wo es blinkt. Alles klar, komm. Das schaffen wir. Das schaffen wir gerade noch so. Hoffe ich. Bing! 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 Die Maschine mit dem Bing! So, okay, vorne links! Und dann haben wir ihn gerettet und dann bin ich richtig gut und dann werde ich vielleicht schon wieder befördert. Nee. Erst nach Schichtende, glaube ich, gell? Ach ja, das habe ich ja ganz vergessen. Mit den Deckenstützen lässt sich ein Einsturz von Decken vermeiden, wenn tragende Elemente beschädigt wurden. Da fehlt ein Komma. Oh, das ist wieder zu, ey. Der erstickt mir doch. Was ist denn das alles? Das Gelbe alles. Das ist ein Albtraum hier. Was wollte ich jetzt sagen? Deckenstützen. Das ist auch neu, oder? Ja, mit Sicherheit ist es neu. Auch neu, alles klar, so viel neu. Ich weiß, wo ich hin muss. Ins Krankenhaus. Ich weiß nur nicht den Weg dorthin genau. Das ganze Zeug da, ist das alles mögliche Einsatzorte oder was? Das da, das Gelbe? So. Hier bin ich doch richtig, ne? So, jetzt brauchen wir noch die Zufahrt. Das muss eine Zufahrt haben, das Krankenhaus. Scheiße, andersrum. Frenkel. Idiot. Das habe ich vorher nicht gesehen. Oh, der Fuchs, muss mal wieder dran glauben. Ah, cool, da kann man tanken. Das ist gerade aber keine gute Idee, wie ich gerade sehe. Scheiße. Das ist ja ganz schön knapp. Hab nur noch eine Minute Zeit. Jetzt haben wir mal Gas, ey. Bloß weil er ein bisschen was gesoffen hat, oder was? Das ist doch total unrealistisch. Und Alkohol fällt man doch nicht einfach um. Also jedenfalls Männer nicht. Ja, die nächste rechts rein, ja. Ich hoffe, ich muss ihn jetzt nicht auch noch reintragen. Sonst habe ich ein kleines Zeitproblem. So, und jetzt? Hallo? Ah, ich hab's geschafft! Ah, ich hab's geschafft! Super! Orion 5 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Melde den Einsatz hiermit ab. Okidoki! Super! Fahr ich zurück, ne? Oder? Jetzt habe ich ein bisschen Zeit, ne? Jetzt kann ich mir zum Beispiel diesen scheiß Fuchs mal anschauen, falls ich den nochmal sehe. Warte, hier? Kann man den erschießen irgendwie vielleicht? So Easter Egg-mäßig? Wie komme ich denn wieder heim? Moment. Schon richtig hier, ne? Okay, jetzt sehe ich ja gerade keinen Fuchs, egal. Wir machen mal die Perspektive anders. Vielleicht erzählt sie was Schönes, die junge Frau hier. Erzähl mal was, jetzt hat man Zeit. Irgendwas aus deinem Leben. Warte mal, muss ich tanken vielleicht? Halber Tank? Naja, wenn wir schon mal hier sind. Tanken wir halt mal, ne? Nicht, dass irgendwann der scheiß Sprit ausgeht. Der Tankdeckel war rechts? Ich weiß nicht mehr. Werden wir gleich sehen. Da ist er. Wartet mal, schaut mal an, ich habe voll den Teleskoparm. Ist ja geil. Achtung. Achtung, warte. Gleich. Ein Stück näher noch. Da, Achtung. Teleskoparm. Aber wenn er dann zu ist, komme ich nicht hin, weil er ist ja 10 cm weiter weg, ne? So, jetzt. Teleskoparm! Geil! Ich bin so geil, ich habe einen Teleskoparm. So, nehmen wir das ja. Oh, auch ein WLAN! Hier, der Schlauch. Sehr schön. Und zack!
Jetzt schaue ich mal, ob ich einsteigen kann. Mit offenem Tankdeckel, das ging. Ah! Wenigstens wird's einem gesagt. Da bin ich mal verzweifelt hier beim Vorgängerspiel, glaube ich, war es. Bei Werkfeuerwehrsimulator. Ja. Gut zu wissen! Auf geht's. Heim geht's. Wie schaut's aus, so ein bisschen in Schlafraum zusammen, ne? Heute? Endlich mal? Vielleicht? Bitte? Mit mir? Hm? Nicht? Was guckst du mich so schräg an? Oh Mann, du bist echt eine Truller, ey. Du bist eigentlich hier, um mich zu unterhalten. Moment. Das ist wieder so eine Geschichte, die nie zu enden scheint. Ich bin völlig falsch, sehe ich gerade. Ich bin völlig falsch. Warum fahre ich denn überhaupt in die Richtung? Die Feuerwache ist doch das Rote, glaube ich. Ich bin völlig falsch gefahren. Naja, das ist typisch, ne? Der Frenkel! Ihr habt euch vorher schon wahrscheinlich totgelacht und gefragt, wo ich rumfahre schon wieder. Aber ich habe nun mal einen Orientierungssinn wie Lucerne und ich kann es nicht ändern. Ist jetzt die Schicht gleich zu Ende um 8? Oder wie war das? Ja, ich muss dann jetzt zur Stechuhr, ne? Ja, wie sieht's aus? Machen wir ein bisschen was an der Stechuhr? Hm? Du? Hm? Einsatzbefehl für Florian 5. Aus der näheren Umgebung unserer Feuerwache kam eine Alarmierung rein. Hier liegt eine Person, die wahrscheinlich stark alkoholisiert ist. Dann mal los mit euch. Florian 5 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Okay, also in der Wache wahrscheinlich liegt der besoffene Chef irgendwo rum und ich muss ihn jetzt abholen. Das ist ja echt eine ganz tolle Wurst. Und ich dachte, es wäre Schichtende. Aber jetzt sind wohl Überstunden angesagt. Ja, was hier wieder los ist, da sind wir jetzt. Ach so, das ist gar nicht da in der... Der hat sich direkt an der Tankstelle betankt. Seht ihr das? Der ist zur Tankstelle, ist reingegangen und hat gesagt, einmal voll tanken. Ich bin so lustig heute wieder, gell? Also ihr versteht, voll. Ne? Voll tanken. Ja, ja. Der war so flach, der war ja flacher als der... Der Witz war ja flacher als du, junge Frau. Das schneiden wir raus. Stopp. Stopp, stopp. Muss hier lang. Geh mal weg! Du Wichser, du! Ich hab Tatütata an. Hätte ich dort dann gleich tanken können, ne? Vielleicht darf ich endlich meine Frau retten. So eine besoffene Frau, so eine K.O.-Tropfen-mäßig. So, da fahren wir mal einfach ein bisschen näher ran. Was denn? Nochmal, junge Kollegin, man versteht, warum steigt die eigentlich nie mit aus? Die ist gar nicht da, die ist doch ausgestiegen. Aber wo ist sie hin? Ah, es geht auf Zeit. Moment. Aha! Eine Jugendliche vom Koma trinken, liebe Kinder, das seht ihr mal, wie das endet. Also, danke fürs Melden. Pat und Patachon. Dann bring mir das Mädchen mal weg. So, als ob ich da nicht gerade gewesen wäre, ne? Im Krankenhaus. Und pass auf, schwummidiwupp, ist sie wieder da. So, zurück, zurück, zurück! Und da sind wir gekommen. Oh, schau mal, Abendrot, ist das nicht schön? Okay, jetzt fahren wir das Ganze wieder in die andere Richtung. Ach, können wir uns abkürzen. Scheiße, warum kann man da nicht rechts abbiegen, ey? Ich wollte da gerade über den Rasen fahren. War da irgendwie eine Leitplanke oder was? Ja, du kannst reden, wie du willst. Da musst du lauter reden. Man versteht dich nicht, du Kuh. Ach, ich kann ja Tatütata machen. Habe ich ganz vergessen hier. Ich muss sagen, das ist bislang jetzt auch relativ abwechslungsreich. Das war ja die... Eine Schwäche der Vorgängerspiele war ja auch, dass durch Zufallsprinzip die Missionen ausgelöst wurden und dann waren da relativ schnell Wiederholungen drin. Und bislang, das ist jetzt erst das zweite Mal, dass ich eine Tulla jetzt rette, aber vorher so verschiedene Sachen konnten wir machen, ne? Immerhin. Immerhin! Krankenhaus, wo bist du? Da. Ja, habe ich noch... Ah, 4 Minuten, ey, da kann man auch Brotzeit machen!
Und der Chef beschwert sich, glaube ich, dann, mal schauen, ob das beschwert, wenn ich zu lange Überstunden mache. Das war in den Vorgängerspielen auch so. Da hat man gearbeitet, geackert wie ein Stier, ja, man hat geblutet vor Arbeit. Was hier wieder los ist? Was hier wieder los ist? Was ist das erzählst du? Da ist gar nichts los, mach da rein. Ah, wisst ihr was? Die Reifen blockieren. Jetzt ohne Scheiß. Wenn man zu schnell ist, kann ich nicht lenken. Glaube ich. Ging jedenfalls gerade nicht so richtig. So. Einsatz beendet. Florian 5 am Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Melde den Einsatz hiermit ab. Ja. Und jetzt versuchen wir nochmal zurückzufahren. Jetzt ist es fast schon 12. Ach nee, da. Die Schicht geht ja bis 8 Uhr früh, glaube ich. Kacke. Das sind aber 24 Stunden Schichten oder so, ne? Hoppla. Sag mal, ist das Licht überhaupt an? Nee. Ich dachte, ich hätte es angemacht. Jetzt war das aus. Sag bloß, der schaltet das Licht auch immer aus, wenn er lädt. Oder ich habe es vergessen, diesmal einzustellen. Ich weiß nicht. Ich wundere mich. Warum fahre ich denn hier so dunkel? Was ist der Fränkel, ne? Ein lustiger Geselle mal wieder. Boah, ich fahre über 100. Darf ich eigentlich gar nicht, ne? Aber es gibt keinen Punktabzug mehr beim Spiel anscheinend, wenn man das falsch macht. Hip hip hurra! Mit dem Besen lässt sich Ölbindemittel beseitigen. Ja, das wissen wir, das kennen wir. Ich bin der Feuerwehrfachmann. So, jetzt bitte nicht noch ein Einsatz. Ach Quatsch, ne? Ich denke, jetzt habe ich wieder gedacht, der Einsatz wäre, die Schicht wäre zu Ende. Ist sie aber nicht. Fränkel! Hoppla, hoppla. Die Schicht ist wahrscheinlich erst um 8 Uhr morgens. So sieht's aus. Lalalala. Trotzdem könnten wir jetzt mal versuchen, an der Wache zu schlafen. Das wäre doch mal eine Maßnahme. Ne? So, Florian, Tür offen. An Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Ich könnte echt noch eine Stunde Schlaf vertragen. Okay, die Tür ist zu offensichtlich. Ach, Mann. Na, da. Ja, alles senkrecht. Ist klar. Ich finde das schöner, wenn das die Frau fragt. So, komm. Drehen. Ja, ich weiß, man fährt rückwärts rein eigentlich, aber ich kann das nicht. komm. Ganz schön eng hier, oder? Du brauchst nicht so gucken, die Frau ist gefahren. Das hat nur so ausgesehen, als ob ich gefahren wäre. So, jetzt hoch. Ich will jetzt mal eine Runde pennen. Stechuhr geht nicht, ne? Genau, 8 Uhr morgens. Dachte ich, so war's. So, dann gehen wir mal da hoch. Noch eins weiter. So, dann war hier der Trainingsraum. Und hier war mein Schlafraum, glaube ich. So war's. Geh weg. Geh weg. Nein, das war das Büro. Okay, das war mein Büro. Dann war der Schlafraum. Da war ja der kleine, die Fränkel-Figur drin gestanden, ne? Muss ich ja wiedererkennen. Wie geht's? Das war's nicht. Ihr seht, ich habe die Taschenlampe angemacht. Ich bin schlau. Scheiße, wo mein Schlafraum? Ja, da vorne, ja. Pass doch auf, wo du hinläufst. Ja, du musst mir im Weg rumstehen hier da. Brauch nichts dafür, du Penner, du. Ist hier gewesen sein? Ja, Mann, jetzt schieb dich halt auch noch da rein. Hallo. Hier, du Affe. Also hier waren da nur Büros oder was? Ich könnte auch das Licht dann machen, ne? Ach, jetzt hab ich's ausgemacht. Egal, ich hab ja die schöne Taschenlampe. Ne? Ohne, mit. Ohne, mit. Ohne, mit. So, das muss hier jetzt irgendwo gewesen sein dann. War es da vielleicht auf der Seite? Ne, da war ich gerade schon mal drin, ne? Wie geht's? Das ist auch nicht meins, okay. Ja, dann müssen wir es halt jetzt einzeln durchgehen. Das war's auch nicht. Verdammte Axt. Hab ich irgendwie wieder was verpeilt? Da ist mein Schlafplatz! Was machst du in meinem Zimmer, du Penner? Ach, der Fränkel da hinten auf dem Nachttisch, ist das nicht schön? Super, so. Und da müssen jetzt alle anderen Let's Player auch da schlafen, oder wie? Oder haben die ihre eigene Figur? Glaube ich kaum, ne? Ja, ich kann 4 Stunden ruhen, das werde ich jetzt ausprobieren. Komm.
Ich sehe gerade, wir sind am Ende dieser Episode. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst mir ein Like da, freue ich mich drüber und kommt wieder, wenn es weitergeht hier. Danke fürs Zuschauen und bye bye!